Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurofishing. Diesmal sind wir nicht alleine, denn wir haben noch einen dabei. Kann der mal Hallo sagen? Ja, hallo. Ja, der Kevin ist auch am Start. Oh, der Kevin ist natürlich der richtige Angelsexperte. Ja, auf jeden Fall. Ich bin damals der Wurmbademeister 3000. Allerdings, damals in Norwegen, Kevin, das unvergessliche Erlebnis. Boah, als ich den Steinbeißer aus dem Fjord gefischt habe. Ganz genau. Jeder will einmal einen Steinbeißer in Norwegen fangen und der Kevin hat noch nie eine Angel in der Hand gehabt und fängt direkt den Monster-Steinbeißer da. Ja. Und ich frage ihn noch, als er den Fisch hochdrillt: Kevin, ist das schwer, ist das schwer? Und der Kevin, der drillt einfach. Ja, ach nö, das ist ein kleiner, ist ein kleiner, ist ein kleiner. Und dann kommt da so ein mit 10 bewaffnetes Monster ins Boot. So ein halbes Nessie war das. Das war echt ein Nessie. Ja, aber damals war ich noch näher an der Zeit dran, als ich regelmäßig gepumpt habe. Da habe ich einfach solche. Das stimmt. Da hattest du auch die geilen Hantelhandschuhe an, ey. Hantelhandschuhe? Ja, die Dingerhandschuhe, die Fahrradhandschuhe, da wird alles zum Hanteln schleppen. Ach so. Ja, klar. Ja, also, das stimmt. Für gegen die Blasen. Ja, wenn du da aus 500 Meter den Fisch hochziehen musst, auch wenn er keine 500 Meter tief war, aber hätte er sein können. Er hätte ja auch immer noch sein können, dass ich quasi nur noch an der Angelschnur den Fisch hochziehen hätte müssen. Genau, hätte passieren können. Weiß ja nie. Aber deswegen. Ist ja zum Glück nicht. Richtig. Und trotzdem hat der Kevin nicht so den Plan vom Angeln. Aber der war schon ein paar Mal mit und er weiß wohl, dass man eine Schnur und einen Haken braucht, um Fisch zu fangen. Ja, und dass die Fische meistens im Wasser leben, aber ja, mehr auch nicht. Aber dann hört es auch auf und deshalb machen wir die mega geile Angelschule, weil natürlich auch in den Kommentaren immer steht, boah, ich bin nicht Angler und ich blick da gar nicht durch bei den ganzen Ködern. Das bezieht sich meistens auf Fishing Planet, aber da gibt es natürlich noch kein Multiplayer. Deshalb machen wir das da eventuell auch noch, wenn dann Multiplayer kommt. Wir machen das ganz bestimmt, weil da gibt es auch bestimmt geile Turniere. Da müssen wir natürlich dann zusammen mit dem Boot den Sonnenuntergang entgegenfahren. Aber solange das da noch nicht geht. Das klingt ein bisschen homoerotisch, ne? Wie gerade mein Smiley, der mir rausgerutscht ist mit meinem zu dicken Finger. Ja, rausgerutscht. Ja, auf jeden Fall wollen wir deshalb erstmal hier bei Eurofishing anfangen, denn hier gibt es natürlich den Multiplayer. Und weil wir so großzügig sind und euch noch mehr Angelspaß ermöglichen wollen, gebet am Ende. Und wir ein bisschen vercheckt haben, uns besser abzusprechen. vielleicht auch deshalb haben wir jetzt den Key zu viel über. Das heißt, wir verlosen den. Also, wer den gewinnen möchte für Eurofishing, der schreibt in die Kommentare, dass er teilnehmen möchte. Und dann werden wir das, ich glaube, im nächsten Video noch nicht, weil wir es vielleicht noch eins aufnehmen, glaube ich. Aber Sollen wir ein Losungswort irgendwie vereinbaren? Jeder, der in die Kommentare schreibt, keine Ahnung. Ja. Ich bin eine kleine, geile Forelle. Ja, das hört sich gut an. Also, ihr müsst aber in die Kommentare schreiben. Sich quasi. Und bei dem Kommentar muss irgendwo auftauchen, ich bin eine geile Forelle. Eine kleine, geile Forelle. Eine kleine, geile Forelle, ja. Ihr könnt davor natürlich auch gerne schreiben, wie geil wir sind. Ja, also ihr dürft uns gerne loben und so. Und dann müsst ihr aber schreiben, PS, ich bin eine kleine geile Forelle. Genau, damit wir wissen, dass ihr auch teilnehmen möchtet. Ja, richtig. So. Oh Mann. Schade, dass ihr das auf... Gibt es so Hashtag auf YouTube? Ich weiß das gar nicht, ey. Auf Twitter gibt es welche. Schon mal vor der Trend auf Platz 1. Okay, wir werden nicht auf Platz 1 kommen, aber schon mal vor der Trend auf Platz 1. Ich bin eine kleine geile Forelle. Das wäre richtig. Das wäre schon epic. So, aber wir wollen jetzt auch mal hier anfangen. Ne? Und deshalb starten wir, indem wir oben auf Angelkoffer klicken. Siehst du das? Genau, das habe ich schon, ja. Sehr gut. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, mir meinen Standardkoffer anzugucken. Genau, aber du klickst mal auf hinzufügen. Alles klar, hinzufügen. So, jetzt habe ich da ein Plus. Genau genommen 3. Ja, genau. Und da klickst du mal drauf. Auf den oberen Plus da, dann kommt so eine Route. Jo, genau. Mhm. Und da, ich glaube, du hast noch eine zur Auswahl, oder? Die Haichu 9 Fuß Fishing Rod. Ja, am Anfang, da hast du noch keine, die musst du ja auch alle kaufen im Laden, aber dazu kommen wir später. Okay. So, und dafür brauche ich, denke ich, mal eine Rolle, oder? Haichu, warte mal, ich guck mal kurz in den Angel, oder ich mache auch mal kurz ein, oder so. Haichu Fishing Rod, die 9 Fuß. Genau, eine Rolle braucht man zum Angeln auch, das ist sehr gut. Wie geht das denn hier? Ich kann meinen Koffer gar nicht ändern. Ah, jetzt. So, ich habe jetzt Koffer 4.
Hightschuh, genau. Da unten steht dann Rolle, da kannst du auch Carpe Beginnerin lassen, glaube ich, ne? Genau, Carpe Beginner. Ja, Aber genau. warte mal, ich hab die jetzt hier schon, also ich hab die jetzt zweimal quasi. Ich hab das jetzt nochmal weggemacht. Also auf meiner Haichu Fishing Rod ist jetzt schon diese Carpe Beginner Reel und als Schnur Quarter 8 Tarped Subline. Subline, Tapert, keine ja. Ahnung. Tapered. Genau. Du kannst auf Schnur klicken, aber ich glaube, da ist auch noch keine andere, ne? Blabbed. Nee, Schnur ist nur die eine hier. Quarter 8 Tapered Subline. Und da steht, wenn du mit der Maus da drüber gehst, Kevin, über die Schnur, wenn du im Jetzt aber. Auswahlmenü bist, Ja. dann steht links so die Beschreibung davon. Hersteller Quarter, Material Braid, Genau, und Farbe da lernen wir Brown. das erste. Braid heißt Tracker. geflochten. Aha, Ja, und eine okay. geflochtene Schnur besteht quasi aus mehreren Sehnen, die zusammengeflochten sind und trägt deshalb mehr, aber hat keine Dehnung. Dann gibt es noch die Monofile. Das ist quasi nur so ein Kunststoffdingens aus Nylon, ist das, glaube ich, oder war früher aus Nylon, ich weiß gar nicht, was das heute ist. So ein einzelner Strang dann Genau, nur. das ist ein einzelner Strang und der dehnt sich auch. Und eine geflochtene nicht. Ach so, aber der reißt schneller, oder wie? Richtig. Also beim gleichen Ah, okay. Durchmesser. Du kannst natürlich eine dickere Mono nehmen. Dann reißt er nicht so schnell, Reißt dann okay. nicht so schnell und vielleicht auch nicht so schnell wie eine dünne geflochtene. Kommt, aber bei gleichem Durchmesser hält eine geflochtene immer mehr. Ach so, okay. Das sind die zwei Hauptschnüre. Da gibt es noch Fluorocarbon und so eine Scheiße, aber das ist nur für unsichtbar unter Wasser und so was. Okay, die geflochtene heißt Braid. Wie hieß die andere nochmal? Was? Wie? Ja, gute Frage. Auch hier gibt es sogar eine Fluorocarbon-Schnur. Aber ich glaube, es gibt hier keine normalen Schnüre, oder? Ich habe eine Fluorocarbon-Schnur drin. Ich muss mal kurz hier gucken, ob es hier eine gibt. Monofil, ja. Achso, Das steht sogar auf monophile. Deutsch hier. Braid nicht. Warum, Okay. weiß ich nicht. Also der englische Begriff von Monofil ist wahrscheinlich auch Monofil oder so, keine Ahnung. Ja, klar, ist ja kein deutsches Wort. Ja, perfekt. Gut. Dann klickst du zurück und dann hast du da noch so ein Plus rechts daneben, ne? Ja, wobei ich habe jetzt quasi noch mal die Ach gleiche so, Angel ja, eingepackt, ne? genau. Also Dann und kann ich. jetzt hast du das dritte Feld auch noch frei. Ja, genau, aber Ja, da kann ich kannst du die auch noch. jetzt noch mal die gleiche Angel? Ja. Ich Dann glaube, habe ich du hast dreimal die. die gleiche Ja, ich glaube, Angel. du hast die unendlich oft, wenn du die einmal kaufst. Okay. Wir werden heute zwar nur mit der Pose angeln, dann brauchen wir eigentlich nur eine Angel, aber du kannst mal die drei mitnehmen, weil wir dann auch noch mit allen drei angeln werden. Okay. Jetzt habe ich hier noch zwei Pluszeichen, einmal unter Montagen Ja, und ist bei einmal unter Montagen schon mal Köder. drin? Da habe ich Braided Hair Rig, Größe 12, Größe Schlange. 12, genau. Und den Und Wagler. Haichu Waggler 20 Schwimmer, genau. Perfekt, dann lassen wir erstmal einen Köder, Weißbrotflocken und Mückenlarven, wa? Genau. Und wenn du auf Plus klickst, dann hast du auch nicht mehr zur Auswahl. Richtig. Gut. Nur das. Wobei ich kann hier jetzt natürlich noch mehr Zeugs mitnehmen. Also ich habe jetzt noch mal mehr Köder eingepackt. Oder habe Ja, ich dann brauchst du aber nur nicht. ein Du hast, ja, du hast begrenztes? unendlich viele, wenn du in einem davon hast. Ach so, okay. Also hat man kein begrenztes Inventar, was man hier regelmäßig aufstocken muss oder Nee. so. Nee. Ach so, das ist gut. Ja gut, dann klicke ich das schon mal wieder weg. Braucht man ja da nicht. Genau. X, okay. Alles klar, gucken wir mal Zurück kurz, was nehme ich ich dann mal hinnehme. an, ne? Ja. Und dann starten wir mal Mehrspieler-Session. Ein Match nur mit Freunden hosten. Das kannst du ja dann So. gleich schneiden. Match-Einstellung See auswählen. Kannst du mir joinen? Versuch mal. Öffentliches Spiel finden? Also du hast jetzt irgendwie noch keine. Nee, Oh, jetzt habe ich selber join mir mal gehostet. über Steam. Achso, okay. Warte, zurück zum Hauptmenü. Ich weiß nicht, ob das geht. Müssen wir mal versuchen. Wo haben wir denn da? Spiel. Hier steht nur Spiel betreten, aber nicht Spiel beitreten. Ich weiß nicht, ob Ja, ist das egal. jetzt was macht. Versuch mal, ich bin auf jeden Fall in der Serverliste. Du hast 1 Minute 20 Zeit. Da bist du, Ah Kotzfrosch. ja, Perfekt. okay. Perfekt. Das heißt, wir können starten. So, ich klicke jetzt auf Starten Jui. und dann kommen wir zum ersten Gewässer, The Observatory, und dann geht's ans Fische fangen. Party. Yay! Boah, ich habe das auch schon ewig nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. So, jetzt müssten wir an so einer Map-Übersicht sein. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, wir treffen uns an dem. Gute Frage. An dem nördlichsten.
An dem ganz nördlichsten Ja, also quasi den in der Angelplatz. Mitte im Norden. Also du hast so vier große Punkte, da kannst du spawnen quasi. Ja, genau. Ja, und dann nimm einfach mal Und den oberen den da. oberen Ja. rechten. Okay. Warte, den oberen rechten? Den oberen linken. Jetzt bist du gerade auf der anderen Seite, ich sehe dich. Kann ich nur mal zurück? Du kannst einfach rumlaufen. Ach so. Boah. Ja, du kannst Kann er nämlich. sprinten? Kannst nämlich walken, ja, kannst du tatsächlich. Also nicht richtig Wie sprinten, aber denn? schneller laufen auf Shift. Ach so, muss man nicht gedrückt halten oder was? Press Z, erstmal den Nee, Shift doch. aus. Ja, doch, musst Ist du ein gedrückt halten, ja. bisschen Delay quasi. A bit Delay. So, ich habe natürlich schon meine heiße pinke Route hier. Ne, wenn schon, denn schon. Also du hast Hallo. eine Glatze. Ja und? So. Jetzt geht es Warte, weiter. ich muss mal eben den Sound noch ein Ach bisschen so, ja, mach mal. runterschrauben. Mach mal. Ja, ich glaube, so ist besser. Okidoki. Hat er das jetzt gespeichert? Ja, muss ich mal auf Anwenden klicken, habe ich gerade auch vergessen, ey. Oh, ja. Gut. Alles klar. So, Das war jetzt generell kann man erstes. jetzt hier überall ringsrum angeln. Auch an den Büschen hier. Und man sieht auch so die Fische springen manchmal und Blasen aufsteigen. Das heißt, da ist Fisch aktiviert. Da ist jetzt einer gesprungen Ja, gerade. da, ja, habe ich gesehen. Ne? Aber wir müssen erstmal natürlich deine Route zusammenbauen. Und das heißt, du brauchst einen Haken mit so einer Pose und einen Köder. Also klickst du mal auf I. Auf I, ja. Und dann hast du da unten deine Montage und dein Köder. Du hast jetzt nur zwei zur Auswahl, also klickst du einmal den oberen an und einmal den unteren. Oder nee, du hast mehrere Köder zur Auswahl, ne? Ich habe jetzt einmal die Ach so, Weißbrotflocken und einmal die hier den. Mückenlarven. Du musst den Wackler erstmal da oben auswählen, also den blauen Stab da, das ist die Pose. Ja. Und dann? Köder? Ist das egal? Und Köder. Ja, das weiß ich nicht, was hier besser ist. Versuch mal Mückenlarven oder so. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. So, schließen. So, dann stellen wir uns ans Wasser. So, da komme ich hier nicht Kann man auch rauf. ins Wasser fallen, wenn man zu Ne, weit geht? leider nicht. Ja, was heißt leider nicht? Das ist eigentlich ganz gut. Und dann drückst du die rechte Maustaste. Ja. Lässt sie gedrückt. Ach Ah, so, ich. sorry, habe ich Jo. vergessen zu sagen. Ja, jetzt einmal links, mit links wieder einkurbeln. Gedrückt halten, ja. Und dann? Dann bewegst du die Maus nach hinten. So weit wie geht. Noch weiter, weiter, Boah. weiter. Das ist gar nicht so leicht hier auszuwerfen, das sage ich dir. Und jetzt, pass auf. Jetzt musst du nach vorne die Maus bewegen, schnell und dabei im richtigen Moment loslassen. Boah, ich glaube, ich hau gleich hier was oben, ey. Und dabei im richtigen Moment loslassen, dann fliegt das nach vorne. Okay. Ja, okay, hast ein bisschen zu früh losgelassen, aber du bist im Wasser. So. Und Ja! jetzt hast du da so ein blaues Symbol mit so einem Schwimmer und wenn der sich bewegt, dann hast du einen Fisch. Ja. Dann musst du anschlagen im richtigen Moment, so wie ich jetzt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht, Alter. Ach so, da muss man die Maus. Oh, was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Da musst du die Maus ganz schön nach hinten ziehen, glaube ich. Jetzt hast du einen. Oh, Ah, verloren. auch nicht geklappt. Bei mir auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt mit der Pose. Muss ich dann eigentlich die linke Maustaste gedrückt halten oder kann ich Ja, und die musst du dann beim oder Kurbeln gedrückt tappen? lassen. Achso, Warte, ich hab schon tappen einen brauche Fisch. ich die Ah! gar nicht. Ich habe einen Fisch. Perfekt. Ne, du musst ihn nicht tappen, du kannst ihn einfach gedrückt lassen. Also du kannst, wenn du hinter so spät, wenn du später so größere Fische fängst, dann musst du die vielleicht mal ab und zu loslassen, weil sonst die Spannung zu groß wird, aber für die Kleinen hier sollte halt halb so wild sein. So, ich muss den catchern. Ich denke schon, landet hier automatisch, Alter. Ich habe so lange kein Eurofishing mehr gespielt, ey. Ja, nice. Ich habe ein kleines Rotauge gefangen. Hast du auch einen Fisch dran? Ich weiß es nicht. Also irgendwas wird mir da angezeigt. Ja, bewegt auf jeden Keschan? Fall. Ja, Keschan. Du musst den Kescher mit WASD steuern und dann die Route halt dementsprechend so ziehen, dass der Fisch da drüber kommt. Aber manchmal dauert das ein bisschen, bis der Fisch ausgedrillt ist. Deshalb. Ach so, meine Herren. Ja, jetzt musst du. Ne, du hast keine Spannung auf der Schnur. Du musst, glaube ich, erstmal ein bisschen Spannung wieder. Und dann nehmen immer die Route ein bisschen runter. Runter.
Ja, und jetzt kurbelst du mal Spannung auf. Wie kann ich denn Kescher Spannung weglegen, Kescher aufbauen? Weglegen erstmal. Achso. Okay. Erstmal kurbeln. Ist der Fisch überhaupt noch dran? Aber ich... Nee, der ist schon wieder weg. Du musst immer darauf achten, dass genug Spannung vorhanden ist. Okay. Also am besten hältst du die Rute so 45 Grad nach vorne oder so, also nicht ganz nach hinten. Du musst nur einmal am Anfang ganz nach hinten anschlagen, damit der Haken hängt, aber sonst kannst du es eigentlich lassen. Wo ist denn hier nochmal die andere Kameraperspektive? Oh, gar nicht so leicht hier, ey. Ne, ja, das ist echt nicht leicht, ey. Mit, muss man, aufgrund muss man ist es ein bisschen leichter als mit der Pose, aber da hast du direkt drei Routen. Ah, jetzt habe ich das vercheckt. Nach hinten muss man drücken, okay. Ich will mal kurz gucken, wo die Steuerung hier ist. Ja, kann man die gar nicht einstellen? Ah, Tastatursteuerung. Oh. Ist aber erstmal nach hinten geschmissen. V. V geht aber bei mir nicht. Warum wird dann hier kein First Person mehr? Ich möchte sehen, wenn du einen Fisch hast, ey. Zack! Kann man auch direkt auf die Pose irgendwie die Kamera bewegen? Nee, ne? Ne. Boah, was war denn das für ein Monster da hier? Karpfen. Eigentlich fällt man hier hauptsächlich Karpfen. Weil es mehr so ein Karpfensimulator ist. Hast du einen? Nee. Komm her, Kescher. Und eine Schleie. Oh, nice. Du hüpfst da voll rum, ey. Ich hab einen Fisch in der Hand. Ja, ich glaube, ich muss das mit dem Auswerfen noch üben. Ja, ist egal. Hauptsache ein bisschen Wasser. Das ist nicht so wichtig, wo du bist. Kleinfische sind eigentlich überall. Ein bisschen Spannung. Ein bisschen warten. Und dann kommt der Biss. Boah, da wäre jetzt natürlich so ein großes Razer-Mauspad. Jetzt musst du linke Maustaste. Ja? Linke Maustaste gedrückt halten immer. Ja. Und Route weiter nach unten, weiter nach unten. Halt die so 50 Grad nach oben so. So? Ja. Und dann immer schön. Und jetzt mit dem Kescher, oder was? Aber erst wenn er erschöpft ist, sonst schwimmt er immer weg. Irgendwann merkst du, dass der nicht mehr zieht und dann immer vor deinen Füßen rumschwimmt. Okay. Dann kannst du den keschern. Da blöd ist, man kann hier nicht zu zweit keschern. Dann kann ich nicht für dich zum Beispiel nicht keschern. Was für ein Monster? Ich bin so ein Mini-Rotauge, ey. So, jetzt? Ja, wenn er am Ufer ist, dann kannst du jetzt, musst du dann mit der Route steuern und drück einfach W. Du hast ihn! Ich da was. Ist er! Da ist er, Junge! Ne Schleier, der Kevin, ey! 1,4 Kilo, ey! Die Familie muss nicht hungern! Nice, da hat er sie, ey! Was ist denn Art Tench? Ja, Tench? Schleier, okay. Aber wissenschaftlich heißt sie Tench, oder was? Das ist Englisch. Achso, Tench, okay. Tenchus, Benchus. Genau, die Namen sind hier irgendwie alle auf Englisch. 1,44 Kilo. Nice, direkt zum Brocken hier rausgezogen, ey. Ja, logisch. Boah, ich würde hier gerne in die Ego-Perspektive kommen, aber ich versuche mal kurz mal. Fisch zurücksetzen wird mir jetzt hier angezeigt. Ja, musst du. Du kannst die leider nicht mitnehmen. Was ist das denn? Aber du kriegst für den trotzdem Erfahrungspunkte und Geld. Was ist mit meiner 7-köpfigen Familie? Die muss leider hungern. Toll. Der Kinder gibt leider wieder nur alte Schuhe. Fische darf ich nicht mitnehmen. Dafür müssen wir erst auf Fishing Planet warten. Gibt's ja eigentlich bei dem Spiel auch so Sonderevents, dass man irgendwie, keine Ahnung, so echt abgefahrene Viecher angeln soll? Nee, da gibt's glaube ich auch noch bei Fishing Planet, dass die manchmal so Halloween-Event haben und sowas. Aber du hast hier so Live-Turniere und du hast hier also Bossfische. Das sind dann so... Bossfische? Ja, das sind so Fische, die haben so Namen und die sind halt dann entsprechend schwer. Okay. Aber wie heißen dann, keine Ahnung, Karpfen der Zerstörer? Ja, schwacher Anschlag, irgendwie scheiße. So.
Hängt er trotzdem? Aber der ist dran, der ja, ist dran. Eben. Ich habe auch schon wieder einen hier. Aber ich glaube, der ist halb tot schon. Der, der du Fisch, kannst übrigens mit Mausrad deine Bremse einstellen. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Mit Mausrad? Ich glaube, ich habe also ganz dicke hier dran, ey. Ein Klick aufs Mausrad? Nee, drehen. Oder? Drehen. Also runter machst du die Bremse leichter. Ich glaube, du hast die gerade auf 12. Die steht, da steht unten links. Die Zahl, die unten links steht. In wo dem grünen Dingen. Ach so, da. Hm. Was ist denn besser, wenn eine höhere oder eine niedrigere Zahl ist? Ja, kommt drauf an. Mit der... Ah, ich habe eine Presse gefangen. Mit der Schnurspannung. Wenn du jetzt so große Fische hast, dann musst du natürlich darauf achten, dass die Spannung nicht zu groß wird und die Schnur reißt. Alter, du hast ein Rotauge. Ja. Aber das ist ja, keine Ahnung, gerade mal ein Fünftel von der Länge meines Penises. Ja, bei Schwarzen auf jeden Fall, ey. Aber ich habe die Bremse meistens so auf irgendwo, keine Ahnung, wenn du die so 20 machst, dann bist du eigentlich safe. Außer du fängst halt so einen dicken Kaff, mit der dünnen Schnur könnte das vielleicht knapp werden. Ich glaube, 20 wird mir hier gar nicht angegeben. Ich meine, maximal ja, ist jetzt 10 bei mir. Wenn du mit dem Mausrad nach oben drehst, wirst du bis auf 100 kommen. Achso, doch. Boah, okay. 100 ist 20, halt 100 ist halt ganz voll. Das ist halt Prozent, ne, wie fest die Bremse zumachst. Aber ich habe meistens so okay. Auf 26, 28 oder so, aber da musst du dann immer auf den Spannungsbalken im Auge behalten, wenn du was Großes fängst. Mhm. Okay. Sonst reißt er ab oder du verlierst ihn, wie du gerade den Einschub verloren hast. Weil die Spannung zu gering war. Schnell in die nächsten? Ja, nee, die Pose hat nur gezuckt. Ah, zu spät, dann ey. Dann hab ich meinen nervösen Counter-Strike-Finger einfach walten lassen. Kann ich das auch so nicht mal da hinten so auswerfen? So? Ach. Warum macht er das nicht? Oh. Vielleicht weil er wieder. Hängst du den auf Bäume? Den Steg gefallen ist. Ja. Oh, ich hab auch einen. Ich hab gedacht, ich angle mal einen Schlag. Was? Boah, jetzt ist mein Spiel hier gerade hängen geblieben. Ich hab gedacht. Manchmal bleibt das beim Auswerfen, hast du mal so einen Mini-Ruckler. Ja, genau. Ja, den hab ich auch. Das ist aber nur Multiplayer, komischerweise. Im Singleplayer gibt's den nicht, ey. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hab schon da so einen Mini-Fisch, glaube ich. Wahrscheinlich an meinem Premium-Rechner. Nee, das ist generell so bei Multiplayer. Achso. Ich hab das ja auch. Noch eine Schleie an Land. Guter Anschlag. Oh, hast du einen? Nice. Ja, erstmal zugucken. Angeltier. Voll geil, wie die Schnur so komische Bugs hat, wenn du dem anderen zuguckst. Bleib hier! Hier geblieben! Aber manchmal schwimmen die echt an Land, ey. Dann reißen die ab. Da kannst du nichts gegen machen. Na, bleib hier! So, jetzt aber. Komm her. Ja, jetzt soll ich. Ah, fuck, jetzt hab ich da wieder weggelegt. Was tut jetzt er? Mal ein bisschen A weiter. Ja, und jetzt nach oben. Mach weiter A, die Pulse weiter. Weiter geht nicht. Achso, da musst du. Weiter geht nicht. Da musst jetzt. Du, da hat er einen. Noch eine Schleie, ey. Hat der jetzt mehr als 1,4? Ich weiß nicht. Nee, 1,05. War eine kleine Schleie. Das geht ja rasant hier. Ja. Eigentlich fängt man hier Offwart. Wenn wir gleich mit den drei Routen hier anfangen, Junge, da hast du richtig Stress. Weil dann an allen gleichzeitig einer beißt. Oh. Ja, warst du verkackt. Jetzt mal wieder in die Bäume rein. Nee, war schon im Wasser, nur, keine Ahnung, so einen halben Meter weit. Das reicht eigentlich schon. Da kannst du sogar die Fische beobachten. Wie die da Boah. Um den Köder spawnen. Guter Anschlag. Du kannst natürlich mit der Route noch so ein bisschen pumpen, aber ich glaube, das bringt nichts. Pump, 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 pump. Wenn du einen dran hast. Echt? Achso. Alter, ich habe hier was Dickes, glaube ich, ey. Ja, tut mir leid, ich habe gerade meinen Sack im Wasser. Dann ist es gerade schmerzhaft für dich, glaube ich. David Haken sitzt tief, ey. Nein, ich halte das aus. Oh, ab, da ist er. Und jetzt ziehe ich hier Nessie raus. Pass auf. Das wäre geil. Oh ja, ich sag hier, warte, ich habe ein Risiko und habe ich so eine Brasse, die ist so groß wie mein kleiner Finger, ey.
Oder eine Krabbe. Aber 1,7 Kilo, sie gehen ja 1,7 Kilo aus. Ah, komm her, komm her doch. Ah, nicht nach links. Nicht nach links. Ich höre schon Knatschen der Rute, gleich ist sie durch, ey. Boah, der Fisch kämpft. Ja. Voll schade, dass man nicht, wenn man im Multiplayer ist, der andere dann nicht cashern kann, ey. Das ist ein bisschen schade. Ja. Na komm. Weiter nach rechts mit der Route. Nach rechts? Ja, mit der Route. Mit dem Cacher nach links, mit der Route nach rechts. Und dann nach oben mit dem Cacher mit W. Das geht nicht. Das Landen ist immer ein bisschen tricky, ey. Wenn ich muss mal ein bisschen Schnur reinholen, damit du den Fisch besser kontrollieren kannst. Wobei, jetzt bist du eigentlich nah dran. Ja. Bist du schon ganz oben mit W? Ja, warte, warte. Ja, jetzt ist doch schon tot, der Fisch. Naja, der schwimmt an der Seite dann immer. Und noch eine Schleimer, da kann ich jetzt von einem Schleimmonster, ey. Was ist das, Schleimmonster? Schleimmonster, ja. Eingeschleimt, ey. Ja, wie unsere Aal-Expedition. Ja, war das auch. Aber im Real Life, meinst du? Wie der 2-Meter-Aal an Land kam. Und ich sag nur, Kevin! Der Marc hat sich schon gefühlt wie Herkules bei seinen 12 lösbaren Aufgaben. Junge, der hat auch gekämpft, ey. Ja. Und an Land auch, ey. Aber dann hast du dich da drauf gestürzt. Mit dem Messer. Mit dem Messer bewaffnet, zwischen die Zähne geklemmt. Auf den Aal draufgesprungen und eiskalt abgestochen. Aber das war auch ein Bummer, ey. Vorher noch geschrien, nimm mich, nimm mich. Schwacher Anschlag, egal, Anschlag ist Anschlag. Ja, Hauptsache hängt. Das sagen sich die Taliban auch immer. Anschlag ist Anschlag. Warte. Da. Der bewegt sich ja jetzt auch schon kaum noch. Kann ich den jetzt schon cachern? Nee, jetzt wahrscheinlich ja, besser, kannst ne, oder? Kannst du versuchen. Du kannst halt versuchen, wenn er... Also, er wird hier so Turniere, da musst du auf Zeit angeln. Da kannst du versuchen, den irgendwie vorher zu cachern, wenn er noch nicht erschöpft ist. Aber ist halt schwer. Na, bleib hier, Fisch. Voll geil, wie der rumhabelt mit dem Kescher. Ja, irgendwie habe ich die Koordination mit dem Kescher noch nicht so wirklich raus. Ja, Alter, ohne Witz, ich habe dann am Anfang auch überhaupt nicht gecheckt, wie das funktioniert. Das ist so kompliziert mit WASD und was weiß ich. Ah, Rotauge, Alter. Mein Gott, da denkst du immer, du hast ja weiß was für Viecher da an der Angel. Ist echt so, ey, die gehen richtig ab, ey. Aber wir werden gleich auf Karten umsteigen. Muss den Fischen hier noch landen. Oh, da ist einer ganz nah. Mal gezielt. Ja, hast du getroffen? War gar nicht so scheiße. Oh, noch eine Brasse. 1,7 Kilo. Also ich meine, der war hier so. Ja, okay, jetzt habe ich zu viel an der Schnur rumgezogen. Oh, da hinten sind... Bläschen. Sind, Bläschen. Voll gefährlich, und jetzt fast die Mütze vom Kopf gezogen, ey. Nice, dass du bis nach hinten gekommen bist, ey. Ja, weil nur weiter weg war. Ja. Okay, ziehen wir nochmal ein. Schade, dass man hier nicht so Angelunfälle à la Verrückt nach Mary nachstellen kann, weißt du? Ja, oder à la... Wie heißt der nochmal? Boah, da gibt's so ganz berühmten, ey. Bill... Worauf willst du hinaus? Bill Dance oder Billy Dance. Alter, kennst du nicht die Bill Dance Angelvideos? What? Nee. Nicht? Ohne Spaß. Ich glaube, das ist so ein Fernsehangler aus den USA irgendwo. Da ist das ja ganz groß, das Angeln. Da gibt es so Fernsehshows. Und dann, aber das ist nicht der von Flussmonster, oder? Nee, das ist Jeremy Wade. Aber Bill Dance, Junge, der hat dann, da gibt immer so auf YouTube ganz viele Outtake-Videos, wie er zum Beispiel mit dem Köder im Baum festhängt, ne, dann zappelt der so, damit der Köder wieder rauskommt. Der Baum zappelt. Und der ist quasi mit dem Boot unter dem Baum. Und dann zappelt der an eine Rute, um den Köder rauszubekommen, und dann fällt so eine Schlange aus dem Baum auf den drauf und der kickt die voll weg und dann siehst du in Slow-Mo, wie der die voll wegtritt und so, ey. Und dann mal hat er so, will den Motor gerade anzünden oder so? Anzünden nicht, also, ne, hier, Gas ja, geben. Ja, also die Leine an, ja. Und dann dreht er an dem Gaspedal, der Motor, richtig gibt der Gas, aber der Motor löst sich und der Motor macht einen Abgang und der mit dem Motor ins Wasser rein, Alter. So, richtig geile Outtakes gibt es da, ey. Muss ich dir mal angucken. Ist doch überhaupt nicht gefährlich. Nee.
Und hat einmal so die, der hat so ein Pickup, ne, und hat da die ganzen Routen hinten drauf geladen. Und die Routen sind länger als die Ladefläche. Und der ist dann am Erzählen da, bla 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 bla, ne. Will dann seinen Pickup-Ladeklappe zumachen hinten, zack, krach alle Routen durch, ey. Und dann einmal in so ein Fernsehstudio, hält die Route so in der Hand, auf einmal so, hörst du so, bam, bam, ist oben im Ventilator drin. Junge, das ist der richtige Held, der, das ist der richtige Profi-Angler. Wie oft der schon ins Wasser gefallen ist, da in den Outtakes, ey, richtig nice. Richtig fähig, der Mann, wa? Auf jeden Fall. Da muss ich mir mal angucken. Der angelt bestimmt genauso gut wie ich. Mindestens. Ich beobachte das hier schon die ganze Zeit. Boah, da warst du. Ah, da warst du. Alter. Riesenfisch. Und mit diesem Riesenfisch beenden wir auch schon die erste Folge. Und. Ich hab einen Dream. Alter. Ja, eine Presse. Ein Dream. Ein Dream. American Dream hast du, Junge. Bist schwarz. American Dream. American Dream für die Schwarzen. Ja, Martin Luther King wäre stolz auf mich. Also, I have a brief. Vergesst nicht, das Wort, was war das nochmal? Ich bin eine kleine geile Forelle. Ich bin eine kleine geile Forelle, genau. In die Kommentare zu schreiben. Wenn ihr Eurofishing gewinnen wollt, ein Exemplar gibt es zu gewinnen und das werden wir dann unter allen Gewinnern verlosen. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz auf das Datum gucken. Heute ist der 5. Das heißt, das Video kommt am 7. Ich sag mal, bis zum 10. Januar habt ihr Zeit, das ist ein Sonntag, also quasi das ganze Wochenende, das Video kommt am Donnerstag, dann bis zum Sonntag habt ihr Zeit und dann, weiß ich nicht, ob wir das in einer Folge irgendwie auflösen, ich glaube, wir machen das so. Also kann sein, dass das dann ein bisschen später kommt und nicht am 10. direkt, sondern danach die Tage irgendwann, aber irgendwann kommt auf jeden Fall die Auflösung und dann wissen wir, wer das gewonnen hat. Okay. Deine Abmod ist immer so herzerwärmend. Ja, ich muss ja nebenbei so auf den Kalender gucken, Junge, das ist Multitasking, das ist nicht so leicht. Ja, stimmt. Na ja, gut, okay, aber dann wissen wir Bescheid. Ja. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es auf die richtig dicken Fische geht, denn jetzt haben wir das Posenangeln richtig drauf, der Kevin auch, und jetzt geht es ans Grundangeln. Also sehen wir uns in der nächsten Folge, wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen Petri heil und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Petri!